Motor TV. Heute mit folgenden Themen. Wir haben einen Fahrbericht vom neuen Skoda Superb Kombi. Wir zeigen Ihnen den neuen Seat Alhambra. Und wir berichten über den Histocup vom Salzburgring. Das Aushängeschild der Marke Skoda, der neue Superb, eines der beliebtesten Fahrzeuge der automobilen Mittelklasse, wird durch die Einführung des Kombis komplettiert. Von 2009 bis heute wurden weltweit mehr als 200.000 Skoda Superb Kombi ausgeliefert. Die nun dritte Modellgeneration bringt alle Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte weiterzuführen. Mit dem neuen Superb-Kombi stellt Skoda nicht nur ein großes, sondern auch ein elegantes und schönes Stück Auto auf die Räder. Skoda-Automobile überzeugen schon immer mit hoher Funktionalität, Zuverlässigkeit und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Qualitäten werden jetzt mit einem modernen, ausdrucksstarken und emotionalen Design unterstrichen. Die Front vermittelt auf den ersten Blick Kraft und Selbstbewusstsein. Der breite Grill, die breit und scharf geprägten Scheinwerfer und die Vorderwagenarchitektur, all das ist auf mehr Breitenwirkung ausgelegt. Dynamische Eleganz vermittelt die Seitenansicht. Die großen Räder und die markanten Radhäuser betonen den exklusiven Auftritt. Selbstbewusst und kraftvoll zeigt sich auch das Heck. Die zweiteiligen, breit und schmal ausgeformten Rückleuchten erstrahlen serienmäßig in LED-Technik. Der neu gestaltete Innenraum setzt wesentliche Gestaltungselemente des Außendesigns fort. Klare Formen, präzise Verarbeitungsqualität und der Einsatz neuer, hochwertiger Materialien geben dem Innenraum eine neue Wertigkeit. Optional kann diese zusätzlich unterstützt werden durch eine angenehm sanfte LED-Innenraumbeleuchtung, bei der die Farbtöne verändert werden können. Zu den besonderen Stärken des Skoda Superb zählen von Beginn an die großzügigen Platzverhältnisse und das hohe Komfortniveau. Dabei kommt vor allem der Einsatz des modularen Querbaukastens zum Tragen, der einen längeren Radstand und eine breitere Spur ermöglicht. Die Folge: noch mehr Platz im Innenraum. Fahrer und Beifahrer haben in der Neuauflage 4 cm mehr Ellbogenbreite als bisher. Die Kopffreiheit, Kniefreiheit und Ellbogenfreiheit in der zweiten Reihe ist so groß wie in keinem anderen Modell in der automobilen Mittelklasse. Sie ist sogar größer als bei einer Langversion der Mercedes S-Klasse. Ebenfalls einen neuen Bestwert markiert auch das Kofferraumvolumen. Dieses beträgt 660 Liter und mit umgeklappten Rücksitzen kommt der Raumriese sogar auf einen Laderaum von fast 2 Kubikmeter. Damit erzielt der Skoda Superb Kombi das beste Raumangebot seines Segments. Viele neue Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sorgen für spürbare Innovationen, mehr Sicherheit und mehr Komfort. Eine neue Qualität erreicht das Thema Konnektivität. Infotainment-Systeme der neuesten Generation verbinden sich über Mirrorlink automatisch mit allen ausgewählten Smartphones. Der optionale High-Speed-Internetzugang macht den neuen Superb-Kombi zum Skoda-Hotspot auf Rädern. Simply Clever heißen bei Skoda die vielen kleinen praktischen Helfer, die den Alltag angenehmer machen, wie zum Beispiel ein Abfallbehälter in den Vordertüren oder der Eiskratzer im Tankdeckel. Bei den Motoren stehen 3 TSI-Benziner und 3 Diesel zwischen 120 und 280 PS zur Auswahl. Es gibt je nach Motorisierung Front- oder Allradantrieb sowie manuelle oder automatische Doppelkupplungsgetriebe. Zu haben ist der neue Skoda Superb Kombi ab 28.410 Euro. Vor Jahren noch der S-Pass und der Voyager zu den Familienvans, so haben nun 2 andere Modelle diesen Titel inne. Beide aus der Volkswagen-Familie, einerseits der Charan und andererseits sein Konzernbruder der Seat Alhambra. Da die Zufriedenheit mit diesem Modell groß ist, ist auch das aktuelle Facelift dezent ausgefallen. Markantes Merkmal, der Grilleinsatz an der Front trägt nun horizontale Waben statt der bisherigen Vertikalstreben. Und am Heck gibt es neue LED-Leuchten. Gestaltungstechnisch bleibt der Alhambra damit ein grundsolides Auto, ohne Schnörkel und Schnickschnack. Dafür hat man innen aufgerüstet. Schließlich zählen bei einem Van das Äußere nicht so sehr wie die inneren Werte. Da beweist der Alhambra Größe. Mit optionaler dritter Sitzreihe
haben in dem Auto mit 9,2 Quadratmeter Grundfläche bis zu 7 Passagiere bei einem guten Raumangebot Platz. Ohne Fahrgäste an Bord lassen sich die beiden hinteren Sitzreihen kinderleicht und schnell zu einer ebenen Ladefläche umfunktionieren. Ein neues Lenkrad mit größeren und klarer getrennten Tasten erleichtert die Bedienung und dank des Infotainment-Moduls kommt ein modernes Navi-System zum Einsatz, sowie alle anderen technischen Must-Haves wie Bluetooth, Telefonverbindung, SD-Slot und USB-Anschluss. Neue Leisten und Verkleidungen sowie neue Stoffe und Materialien wie Plastik in Carbonoptik frischen den Innenraum auf. Bei den elektronischen Helfern gibt es einen automatischen Parkpiloten, Spurhalteassistenz und einen Tote-Winkel-Warner. Gerade für lange Autobahnfahrten entspannende Komponenten. Wenn man möchte, massiert der Alhambra außerdem jetzt den Fahrerrücken. Auf Wunsch öffnen und schließen sich die Schiebetüren und der Kofferraum elektrisch. Ein großes Glasdach sorgt für einen helleren Innenraum. Der wichtigste Antrieb für den Alhambra bleibt auch weiterhin der mittlere Diesel. Jetzt mit 150 statt 140 PS und Euro 6 Einstufung. 5 Motorisierungen stehen insgesamt zur Wahl. Die 2-Liter TDI-Motoren werden in Leistungsstufen mit 115, den schon erwähnten 150 und 184 PS angeboten. Die TSI-Benziner leisten 150 und 220 PS. Die meisten Bestellungen entfallen laut SEAT auf das 150 PS Dieselmodell. Für rund 2.000 Euro tauscht SEAT die gute manuelle 6-Gang-Schaltung gegen ein noch besseres 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie hier in unserem Testwagen. Auf der Straße verhält sich der Alhambra wie eh und je. Allein mit seiner Masse hält er leichte Unebenheiten sicher von den Insassen fern. Die Lenkung zeigt sich angenehm direkt und mit wenig Spiel um die Mittellage. Ab sofort ist der neue Alhambra in den Ausstattungen Business, Executive und GT erhältlich. Der große Spanier ist auch weiterhin zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, was den Familienvan auch gerne zum Firmenauto macht. Der SEAT Alhambra ist ab 32.830 Euro zu haben. Knapp 280 Fahrzeuge und jede Menge Motorsportfans sind beim Bosch Weekend zum Höhepunkt der 18. Histocup-Saison bei den Rennen auf dem Salzburgring dabei. Beste Bedingungen sind beim Start des Monsterfeldes der Histocup-Klassen bis 2500 Kubikzentimeter Hubraum, bestehend aus 28 Rennboliden von insgesamt 10 verschiedenen Marken. Der deutsche Albert Gallersdörfer, der Niederösterreicher Martin Saal auf Ford Escort und sein deutscher Markenkollege Toni Schell setzen sich an die Spitze, wobei Toni Schell leider gleich zu Beginn von der Strecke fliegt und damit eine Safety-Car-Phase auslöst. Nach dem erfolgreichen Neustart übernimmt Martin Saal die Führung, die er in der Folge nicht mehr abgibt. Der Ford-Pilot gewinnt das Rennen knapp vor dem deutschen Albert Gallersdörfer auf Opel Kadett GTE. Ja, ich habe mein Bestes gegeben und ich konnte meine Vorteile ausspielen. Und ich habe auf der Geraden beim Topspeed einen kleinen Vorteil gehabt und den habe ich gnadenlos ausgenutzt. Martin Saal kann aber auch das Handicap von Mastermind und Histocup-Organisator Michael Steffni ausnutzen. Der Salzburger fährt vom letzten Platz aus startend mit seinem BMW 2002 ein grandioses Rennen, dreht eine schnellste Rennrunde nach der anderen und überholt insgesamt 25 Konkurrenten bei seiner fehlerlosen Fahrt. Nach insgesamt für Michael Steffni 12 kurzweiligen Runden fährt er schließlich als Dritter über die Ziellinie, nur 3,2 Sekunden hinter dem Sieger. Es hat natürlich richtig Spaß gemacht. Ich konnte das Qualifying nicht fahren in der Früh, weil der Kühler kaputt war, weil es im Motor in den Kühler reingeschoben hat und dadurch war ein Loch, das heißt, es ist nicht gegangen. Als letzter Platz im Training und noch bei 35 oder 37 Autos ist es natürlich etwas schwierig. Ich muss schon sagen, dass mir die Safety-Car-Phase geholfen hat, weil sie das Feld auch wieder zusammengeschoben hat und dann habe ich so richtig angreifen können. Eine Runde mehr, dann war ich ganz dran gewesen, aber ich vergönne es denen, die gewonnen haben und ich freue mich riesig über den dritten Platz, das ist wie in den alten Zeiten. Apropos Zeit, diese betrug 1 Minute und 35,7 Sekunden für die schnellste Rennrunde von Steffni, rund 1,5 Sekunden schneller als die vom Sieger. Kurz vor dem Start des 14. Laufs der BMW 325 e-Challenge beginnt die nasse Strecke des Salzburgrings aufzutrocknen und die Fahrer müssen kurzfristig entscheiden, ob sie Regenreifen oder Slicks verwenden. Der Großteil des Feldes setzt auf Slicks, so wie der Trainingsschnellste Luca Rettenbacher. Ich glaube, dass die Chancen relativ gut sind. Wir müssen schauen, ob die Reifen mal die richtige waren. Wir sind mit Slicks-Reifen rausgefahren
Und jetzt schauen wir mal, ob das besser ist als wie die anderen, die was teilweise mit Regenreifen rausfahren. Ja, wir probieren es heute einmal mit unserem Regenradl. Wenn es regnen würde, aber richtig regnen, dann hätte er eine Chance. Routinier Dieter Karl Anton und Dreifach-Laufsieger Heribert Heimerl starten beim Rennen von ganz vorne aus der ersten Reihe. Diesmal beginnen insgesamt 23 Piloten nach einer fliegenden Runde die 12 Runden lange Renndistanz. Aufgrund der umgedrehten Startreihenfolge der ersten 8 Platzierten im Rennen davor nimmt Polsetter Luca Rettenbacher von Platz 8 aus das Rennen in Angriff. Nach einer Runde liegt Dieter Karl Anton an der Spitze, gefolgt von Györgyi Makay und Heribert Heimerl. Luca Rettenbacher hat sich bereits auf Platz 5 vorgeschoben. In Runde 3 fährt ganz vorne der Ungar Györgyi Makay und Luca Rettenbacher befindet sich auf Platz 3. Bereits eine Runde später liegt der Salzburger in Führung und gibt diese nicht mehr ab. Luca Rettenbacher siegt überlegen mit 7 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger. Platz 2 belegt der deutsche Manfred Zaunbauer vor einem aufopfernd kämpfenden Dieter Karl Anton aus Bad Fischerbrunn in Niederösterreich. Also ich habe die Rennreifen genommen, die uralten, die ich habe, die noch von Lackinger habe, wie ich das Auto gekauft habe, und da sind schon sehr alt gewesen. Und das war eine Hop- oder Trop-Geschichte. Und ich habe gehofft, durch das, dass sie alt sind, haben sie einen harten Gummi und ich komme über die Runden und das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet und es ist gut gegangen. Ich bin überaus zufrieden, das ist heute meine beste Platzierung. Ich war im Frühjahr schon zweimal Dritter und jetzt der zweite Platz ist natürlich die Draufgabe und der Poker mit den Slick ist voll aufgegangen. War super Rennen, ich muss sagen, die Reifenentscheidung war super, dass wir die eigentlich Slicks-Reifen für uns verwendet haben. War echt eine super Entscheidung. Und obwohl ich sagen muss, dass die anderen mit den Regenreifen auch nicht langsam waren und dass die auch am Anfang sehr gut hergehalten haben, dass wir am Anfang schon ein bisschen anstrengen haben müssen, dass ich da Vierer komme. Aber im Endeffekt hat es gut gepasst. Damit führt nun vor den beiden Finalläufen am Red Bull Ring Luca Rettenbacher die Gesamtwertung an mit nur 3 Punkten Vorsprung auf Heribert Heimerl.